Julia Gwin, David Alaba oder Florian Wirtz. Alle drei sind aktive Fußballprofis und haben sich in ihrer Karriere schon mal das Kreuzband gerissen. Der Kreuzbandriss im Knie zählt zu den schwerwiegendsten Verletzungen im Kontaktsport. Und Profis brauchen danach monatelang, um wieder auf den Platz zu kommen. Gefühlt jeder kennt jemanden, dem das schon mal passiert ist. Im Profibereich, aber auch im Amateurfußball. Wir beide haben uns gemeinsam schon viermal das Kreuzband gerissen. Also ich zweimal im rechten Knie, Jolan zweimal im linken Knie. Und wir haben uns gefragt, warum ist das ausgerechnet mir passiert? Und muss ich das eigentlich unbedingt operieren lassen? Außerdem ist natürlich die große Frage, wenn das passiert ist, wie komme ich wieder zurück auf den Fußballplatz? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns mit zwei Experten verabredet. Es ist eisig kalt, 1. Dezember, minus 3 Grad. Jolan friert sich die Finger an der Kamera ab und wir sind in Elmshorn. Warum in Elmshorn? Hier arbeitet mein Operateur Professor Dr. Justus Gille und mit dem schnacken wir jetzt mal ein bisschen über Knieverletzungen. Professor Dr. Justus Gille ist Chefarzt der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin der Regio-Kliniken. Außerdem ist er beratender Mannschaftsarzt beim Drittligisten VfB Lübeck. Pro Jahr operiert er etwa 100 Kreuzbänder. Ja, früher hat man immer gedacht, man braucht eine rote Karte oder ein böses Foul, damit es zum Kreuzbandriss kommt. Heute weiß man, dass es eigentlich eher selten ist. Das muss nicht unbedingt mit Gegner Kontakt sein. Der Klassiker ist eigentlich, im Fußball mit Stollenschuhen bleibt man sozusagen mit den Stollenschuhen ein Stück weit im Rasen hängen. Der Oberkörper verdreht sich und es kommt zur Drehbewegung im Kniegelenk und damit dann auch zur Ruptur. Also es ist folgendermaßen, dieses Modell, das ist vorne am Knie, hier wäre es hinten. Das Knie vorne ist eben überdeckt durch die Kniescheibensehne und die Kniescheibe. Deswegen können wir von vorne in diesem Modell nicht reingucken und die Kreuzbänder sehen. Da sieht man aber auf dieser Darstellung. Wir gucken vorne aufs Knie und wir sehen, dass eine Aussparung ist knöchern. Und in dieser Aussparung finden sich zwei Bänder. Die laufen über Kreuz, deswegen heißen sie eben Kreuzbänder. Das ist das vordere Kreuzband, weil es eben vorne liegt. Das hintere ist dahinter versteckt. Sie persönlich haben sich auch schon mal das Kreuzband gerissen? Habe ich tatsächlich, ja. Wie ist das passiert? Das behalte ich für mich. Okay. Das war wirklich Ironie des Schicksals, muss ich sagen. In dem Moment, ich wusste natürlich sofort, was los ist und habe gedacht, also mehrere tausend Kreuzbänder behandelt und operiert und dann wollte es das Schicksal so, dass es mich selber ereilt. Ich habe es ohne Operation gemacht. Die konservative Therapie, das heißt ohne Operation, die ist möglich, insbesondere dann, wenn keine Begleitverletzungen vorliegen, kann man den Versuch unternehmen, auch ohne Operation eine ausreichende Stabilität ins Knie zu bekommen. Man muss dazu sagen, die Instabilität des Knies, die bleibt, die triggert über die Jahre hinweg auch Meniskusläsionen und auch Knorpelläsionen. Sodass neben diesem Gedanken, ob ich das brauche, um wieder sportlich aktiv zu werden, auch der Gedanke ist, wie verhindere ich eigentlich, dass ein Gelenkverschleiß entsteht über viele Jahre hinweg. Gibt es Menschen, die genetisch dafür die Voraussetzung haben, dass es eher passiert? Ja, das ist wirklich eine interessante Fragestellung, weil wenn wir uns überlegen, zum Beispiel wie viele spielen eigentlich Fußball und wie viele bekommen einen Kreuzbandriss, dann ist ja die Mehrheit spielt Fußball und bekommt keinen Kreuzbandriss. Und es gibt aber welche, die tragen irgendwas in sich, wir wissen aber nicht genau, was das ist, die können einen Kreuzbandriss entwickeln oder einen bekommen. Wir müssen sozusagen behandeln oder eingreifen, bevor der Riss entsteht. Gerade im Amateurspiel hat sich sehr viel getan. Es gibt Programme, die kann man auch im Internet finden. Das kostet alles nichts. Zum Beispiel ist eines der bekanntesten, nennt sich Stop X oder zum Beispiel 11 Plus, also 11 Plus von der FIFA. Das sind Aufwärmprogramme, Übungen, die man vor dem Spiel durchführt und die nach Studienlage das Risiko von Kreuzbandrissen eben deutlich reduzieren. Wir haben natürlich viel genauere Methoden, den Kreuzbandriss auch nachzuweisen. Also es wird ja zum Beispiel sehr großflächig auch MRT-Untersuchungen durchgeführt, wo wir sehr genau sehen, ob das Kreuzband eine Läsion hat oder nicht. Und diese Untersuchung wird natürlich viel häufiger durchgeführt als zum Beispiel noch vor 20 Jahren. Dementsprechend entdecken wir auch viel mehr Kreuzbandrisse, die es aber vielleicht früher auch schon gab. Wir haben sie bloß nicht entdeckt. Das MRT ist dabei nicht die einzige Methode, um das betroffene Bein zu untersuchen. Der Arzt nimmt das Knie auch immer noch mal selbst in die Hand. Mal ganz locker lassen, passiert nichts Schlimmes. Meistens nicht. Das sagt er immer, wenn er mein Knie in der Hand hat. Was sind das jetzt für Tests?
Naja, also das ist der sogenannte Lachmann-Test. Und wenn es instabil wäre, was wäre der Unterschied? Na, dann würde der Schienbeinkopf nach vorne gleiten. Und das sehen wir hier nicht. Also erstmal keine OP mehr nötig. Heute nicht mehr. Moritz' Knie ist also immer noch stabil genug. Es geht ohne OP zurück nach Hamburg. Wenn aber eine OP nötig ist, geht der Heilungsprozess danach noch weiter. Es braucht ein mehrmonatiges Reha-Programm, damit das Knie wieder den gewohnten Belastungen standhält. Springen, Laufen, schnelle Richtungswechsel. Das trainiert man bei der Physiotherapie. Und genau da fahren wir jetzt hin. Wir sprechen mit Dominik, der ist Physiotherapeut, und wir wollen mit ihm mal ein bisschen darüber reden, welche Tipps er hat für Leute, die sich das Kreuzband gerissen haben und was man bei der Therapie vielleicht auch so beachten sollte. Okay. Ich bin Dominik Jemmerich, ich bin 31 und ich bin seit 8 Jahren Physiotherapeut. Ich habe eine Kreuzbandplastik bekommen. Bei mir ist es beim Fußball passiert. Ich glaube, so dadurch, dass das die größte Sportart in Deutschland ist, ist das auch der häufigste Verletzungsgrund. Ich bin halt einfach beim Ausfallschritt um den Gegner rum, ohne großen Kontakt, Knie weg, und dann lag ich. Dann kommt man bei den Patienten immer ganz gut an, wenn man sagt, hey, kenne ich, kriegen wir hin. Was ist denn der Vorteil davon, wenn ich es operiere? Wenn man sagt, man will wirklich wieder in diesen High-Impact, also man kann ja von Stop-and-Go oder High-Impact-Sportarten sprechen, was auch immer, aber dazu zählen ja Handball, Fußball, Basketball, Rugby, Squash, was auch immer, ne? Skifahren, das sind ja Tennis, alles Sachen so dabei. Und wenn man da wieder hinaus will oder sich noch nicht sicher ist, was mache ich später vielleicht nochmal, dann ist eine OP schon in Betracht zu ziehen. Habe ich aber diese ganzen Ziele nicht mehr, dann ist ja mit einem chirurgischen Eingriff auch immer eine Gefahr von einem Risiko. Und das sollte ich abwägen, was sind meine Ziele insgesamt. Leute neigen ja eher dazu, wissen wir alle in jeder Sportart, ich will lieber spielen als trainieren. Das macht man ja überall. Ich habe auch lieber Bock, einen Ball am Fuß zu haben oder in der Hand, anstatt mich darauf vorzubereiten, hey, ich mache 2-mal die Woche noch irgendwie Stabi-Training oder irgendwas anderes. Und ich glaube, da ist schon ein Defizit. Und dann ist den meisten Leuten noch nicht klar, was trainiere ich wofür. Ich glaube, da könnte die Aufklärung ein bisschen besser sein. Was mache ich wofür und was wäre bei mir sinnvoll? Weil das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Fußballer sind die, die am meisten noch Nachholbedarf haben, was vielleicht Training angeht, was bestimmte Muskelgruppen angeht. Da sieht man bei Fußballern tatsächlich in der Häufigkeit, die auch eine Fehlstellung haben von der Beinachse am Knie. Wenn ich ermüdet bin, nicht richtig konzentriert bin, weil ich nicht richtig geschlafen habe, eine schlechte Ernährung habe, dann ist das Ganze dort nicht richtig versorgt. Und dann sind es diese vermeintlichen, ach, mir ist ja gar nichts passiert, außer ich habe mich gedreht und dabei ist das gerissen. Aber das ist das Typische beim Kreuzband. Was heißt das für mich konkret, vielleicht in 30 Jahren, wenn mein Körper weiß, okay, das Knie ist angeschlagen? Es kann immer zu Folgen wie Arthrose kommen. Ich glaube, das ist so das Häufigste. Oder nach so, wenn man sagt, so 10 Jahren könnte auch der Meniskus noch mal reißen, weil die Strukturen werden schon anders beansprucht danach. Das liegt daran begünstigt, hey, wie habe ich das Ganze danach gemacht? Wie bin ich das angegangen? Wie bin ich betreut worden? Wie mache ich aber auch danach noch weiter? Um das Knie nach einem Kreuzbandriss wieder zu stabilisieren, gibt es unterschiedliche Übungen. Dominik zeigt uns einige, die man einfach zu Hause nachmachen kann. Ich hole mir eine Matte und dann können wir das gerne zusammen machen. Ich mache das neben der Matte, du kriegst eine Matte von mir. Und jetzt versuchst du mal, einen kleinen Schritt nach hinten zu machen und leicht erstmal ins Knie zu gehen, damit du da mal für ein Gefühl bekommst. Super, sieht gut aus. Jetzt gehst du wieder zurück, jetzt hast du ein gutes Gefühl bekommen. Jetzt gehst du einen größeren Schritt und jetzt versuchst du ein bisschen tiefer runter. Auch das klappt ohne Probleme bei dir. Ne? Hier hast du auch ein bisschen die ischikorale Muskulatur, wenn du dich hochdrückst. Ups, jetzt bin ich umgefallen, passiert mir öfters. Aber das ist nicht so wild. Ich muss es ja immer nur 2-3 Mal vorzeigen, der Patient. Du musst es ja häufiger machen. Korrekt, auch die andere Seite, damit du auch mal ein Gefühl bekommst, ne? Wie ist es auf der gesunden, wie ist es auf der betroffenen Seite in dem Moment, dass du das spürst, genau. Das ist nur vielleicht ein bisschen random, dass ich hier keine Sportklamotten habe. Das ist die normale Physiotherapie tatsächlich. Die Leute bringen nicht immer Sportsachen mit. Das ist das Normalste der Welt. Daher ist das vollkommen okay. Du landest auf dem anderen Bein, genau. Okay, also. Zack, genau. Das ist wie im Sport. Du springst ja auch meistens mit einem Bein ab und landest mit dem anderen. Ja. Und unser Ziel ist ja jetzt einfach, dass du wieder Fußball spielen kannst, dass du wieder reinkommst, da springst du ja auch ab. Jemand gibt dir einen kleinen Kontakt, da musst du ja auch ausgleichen. Für die Rückseite gibt es eine ganz tolle Übung, wo ich auch nicht viele Hilfsmittel brauche oder gar keins tatsächlich erstmal. Ich lege mich auf den Rücken, liege ganz entspannt, Hände sind neben dem Körper und ich ziehe meine Fersen ganz leicht Richtung Po. Und dann ist es nur ein kleiner Stütz
vielleicht so 30 Sekunden am Stück und mache dann eine Pause, atme durch und wiederhole das Ganze. Was sind so die drei Haupttipps, die du jemandem auf den Weg mitgeben würdest, der sich das Kreuzband gerissen hat und jetzt versucht, wieder fit zu werden? Ich würde sagen, Disziplin ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn man das nicht macht, hat man große Probleme. Nicht verzweifeln und keine Angst haben, wenn man wieder in den Sport reingeht. Wenn man die richtigen Tests mit dem Physiotherapeuten gemacht hat oder weiß, was man machen muss, dann ist die Verletzungsgefahr deutlich geringer. Wir haben also gelernt, ein Kreuzbandriss kann jeden treffen und in den banalsten Situationen passieren. Dabei muss man nicht zwingend unters Messer. Es kommt darauf an, was man nach der Reha mit seinem Knie machen möchte. Ohne Physiotherapie und die richtigen Übungen geht's aber nicht. Die braucht man so oder so. Für uns beide ist Fußballspielen keine Option mehr, obwohl wir es vermissen. Es gibt aber genügend Beispiele von Menschen, die auch nach dem zweiten Kreuzbandriss wieder erfolgreich in ihren Sport zurückgekehrt sind. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, ob es das Risiko wert ist, einen erneuten Kreuzbandriss zu erleiden. Ganz ohne Sport muss man auf keinen Fall leben. Es gibt genug kniefreundliche Alternativen, beispielsweise Radfahren, Darts oder Schach. Peace.